Hallo und grüße euch zu einer neuen Folge von Little Big Workshop hier auf My Playtiff. Seit der letzten Folge haben wir hier Weihnachten in unserer Fabrik mit dem letzten Update. Gefällt mir außerordentlich sehr. Finde ich sehr schön. Und wir haben jetzt überlegt, ob wir denn nicht die große Schmiede bauen sollen. Die bräuchten wir auch. Hahaha. Die würde uns 10.000 kosten. Der Plasmaschneider würde uns 7.800 kosten und die fortgeschrittene Trennschleifmaschine würde uns 6.500 kosten. Okay. Die Schmiede bräuchten wir erstmal. Dafür schlage ich vor, bauen wir einfach an hier. Ich würde ja gerne eher hier anbauen. Problem aber ganz Geschichte ist aber, dafür müssten wir das Grundstück hier kaufen und das Grundstück kostet 29.100 und das bin ich ehrlich gesagt nicht bereit auszugeben. Nicht, wenn ich es muss. Und deswegen, hier haben wir noch Platz, deswegen bauen wir es hier an, obwohl. Dann müsste man eventuell das dann hier so hinbauen, weil hier den Gang möchte ich gerne lassen. Immer eine schwierige Entscheidung. Ich denke mal, wir bauen es hier hin. Gut. Neu ist auch jetzt hier das Renovieren. Allerdings haben wir die Knöpfchen hier. Und es ist wesentlich einfacher, in Anführungsstrichen, zu bauen. Am Anfang, soweit ich mich erinnern kann, konnten wir immer nur so hier bauen. Jetzt aber, hoppala, abbrechen. Können wir schön auch quasi in so bauen, so, wenn es denn uns gefällt. Und so gefällt uns natürlich nicht. Wir bauen ganz normal. So. Stopp. Komm her hier. Ich würde vorschlagen, wir machen das so hier. Die Wand hier kommt weg. Hier kommt eine Tür rein. Und es würde uns 6.400 kosten. Das Geld investieren wir. Und können den immer noch hier vergrößern. So, wir machen ein bisschen schneller. So, da kommen sie jetzt. Tüchtig arbeitet, sehr schön. Und können wir mal schauen, wie es hier aussieht. Oh ja, sind sehr gut dabei. Aber das sieht wie in der letzten Folge hier, die Zeichen. Du hat's gemacht. Gut, dann können wir jetzt. Haben wir neue Aufträge? Nein. Okay. Maschine, wir kaufen jetzt hier. Die Schmiede hat auch einen Negativfaktor, Einflussfaktor von 39. Ist nicht ohne. Können wir die hier so hier ransetzen? Oh ja, können wir. Wollen wir gleich die Trennschleifmaschine und die fortgeschrittenen Plasmaschneider hinterher schmeißen? Obwohl, wir könnten ja den Plasmaschneider, den haben wir ja auch. Wo ist er denn? Teilbieger. Wo ist der Plasmaschneider? Hier ist der Plasmaschneider. Den könnten wir ja eigentlich auch austauschen. 50 und 100. Wie groß ist denn der? Der ist genauso groß. Dann schlage ich vor, dass wir den hier, den brauchen wir ja jetzt im Moment nicht, verkaufen. Bekommen sie aber noch ein bisschen Geld über. Ach,
So ganz kleines Geschenk eingepackt, sehr schön. Und wie jetzt den fortgeschrittenen Plasmaschneider hinstellen. Oh, der ist doch größer. Ich dachte, der wäre kleiner. So. Hierhin. Wir könnten doch eigentlich auch die Schmiede. Hier oben ist doch der Platz dafür. Die Schmiede hier oben hin machen. Ist ordentlich Platz dafür. Müssen wir nur ein bisschen. Nur ein bisschen, sag schon. Wo ist die Plasmaspüle hier? Plasma schneller. Deko ansetzen hier. Deko, komm her. So, das beides haben wir. Dann nehmen wir noch Lounge-Tisch. Wo stellen wir denn den jetzt verschreckt hin? Da stellen wir den meinetwegen hier so hin. 45. Und irgendwas Kleines noch. Passt er hier irgendwo noch hin? Ah, machen wir halt daneben. Oh, 18.000 geben wir aus. Ordentlich. So, aber wir haben ihn. Ich schaue mal ganz kurz bei den Räumen hier, wie es hier aussieht. 125, 122. Wir hatten davor 125 gehabt. Ja, wir haben gerade mal 3 Punkte verloren. Das ist in Ordnung. Wir schauen mal auch schnell wegen die Maschinen. Einfach mal ein bisschen reparieren hier. So. Das haben wir. Dann werden wir jetzt hier den Auftrag annehmen. 7 Tage sollten wir schaffen. Hoffentlich. So. Wo ist die Schweißstation? Da. Da hatten wir, müssen wir jetzt den Tisch hinnehmen. Hier. So. Los geht's. Wir haben jetzt 2 Metallspezialisten, die müssten eigentlich da gut zurechtkommen damit. Und sieht ja schon mal auf den ersten Blick ganz gut aus. Jetzt haben wir den Rum hier umsonst gebaut, erstmal. Aber, oh. Dann ist es leider so. Das hier irritiert mich noch, ehrlich gesagt, ein bisschen hier. Warum das jetzt hier noch das Telefon. Du hast eine Idee für ein Sommerprojekt, okay. UV-Filtergrill. Können wir jetzt im Moment nicht annehmen. All unsere Mitarbeiter sind schwer beschäftigt. Ja. Wir müssen echt auch, denke ich mal, langsam mehr Mitarbeiter einstellen. Wir sind aber schon am Maximum erstmal. Wir brauchen die Forschungspunkte, damit wir überhaupt wieder neue einstellen können. So, der Minibot ist erstmal fertig gleich. So, den liefern wir.
Geld reinkommt wieder in die Kassen. Wir haben ordentlich investiert. Könnten jetzt eigentlich, so, weil wir sehr gut in der Zeit hier sind mit dem Rollermotor, eigentlich gleich mal den nächsten Auftrag in Angriff nehmen. Irgendeiner, der hier Punkte bringt. Ihr Bobbycars. Das sollte eigentlich relativ zügig gehen. 2 Tage, 4 Stunden. 5 Tage haben wir Zeit. Stopp. Ah, hier müssen wir sehr viel wieder mit dem Schaumstoff machen. Aber sieht doch alles ganz gut aus. Wir werden nur hier. Werden wir vorher selber neu belegen. Hierhin, die sind ja frei. So, und der Rest funktioniert. Hoffentlich. Sollten uns langsam überlegen, ob wir nicht vielleicht doch ein zweites Anlieferungsterminal kaufen. Ach, müssen wir es freischalten? Okay, hat sich erledigt, dafür aber die Punkte nicht. Gut. Und das sieht, stand jetzt gut aus. Hier oben geht es langsam voran. Hier. Und ich bin auch fleißig mal überlegen, was wir jetzt hier mit dem Raum hier machen. Wir könnten ja die Montagestation, ist ja zweigeteilt hier, der Raum. Wir könnten ihn ja aufteilen. Und hier auch nochmal. Dass wir hier einen Raum haben, Montagestation, und hier einen Raum haben, Montagestation. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich hätte gerne nochmal so ein zentrales Lager hier. Also hier, Exportlager, das bleibt jetzt näher an der Ladebucht. Aber dass wir vielleicht nochmal irgendwo großes Lager haben hier. So, wie sieht es jetzt aus? An den beiden Aufträgen sind wir ja dran. Aber hier, hier. Telefon klingelt. Aha. Langsam gehst du mir wirklich auf den Geist. Sonnenschirm war einer meiner größten Tochtergesellschaften und du hast sie ebenfalls in den Schatten gestellt. Stirb! Bitte was? Ich meine natürlich schließe. Ja, Schließung, das wäre wohl angemessen. Also jetzt bin ich aber ein bisschen erschüttert. Na, wo gibt's denn sowas? Ja, Herr Erzfeind, also wirklich. Sind wir denn wirklich so gut geworden hier? Wo sind wir denn? Ah, auf Platz 11. Sehr schön finde ich ja Schnitzel und Sound. Und hier ist das Sonnenschirm. Sind nicht größer als sie, aber hm. Parabellum. Erzfeind GmbH untergeordnet. Sind die alle Erzfeind? Nee, nee, ABC ist... Unabhängig Karlsson, Feud, Captain Olsons Brauerei. Was stellen die denn her? Hund AG. Hund AG stellt industrielle Laster, Gabelstapler, Werkzeug und sonstige Dinge her, die ihr knallorange Erkennungsfarbe gut aussehen. Okay. Möchte gerne auch Gabelstapler herstellen. So. Die Rollermotoren sind fertig. Dann können die auch sofort weg. Ach, die sind hier hinten eingelagert. Gut. Sehr schön. Hier kriegen wir wirklich wenig Punkte. 9700. Wir müssen wirklich einige Aufträge machen, bevor wir hier weiterkommen. Hier müssen wir auch mal weitermachen.
So, wir können mal gucken jetzt hier. Ich will gerade sagen, wir könnten 20 Roller herstellen, da hätten wir wenigstens eins geschafft. Aber. So, Industrie. What? Steigt im Preis? Obwohl, die Lieferung wird auch bald immens steigen. Das ist mir ehrlich gesagt alles zu viel. Was die wollen. Also die zu viele Einheiten. Große Schublade. 2600. Wir gucken mal rein. Könnten wir den nehmen? Schauen mal. Für einen würden wir 8700 kriegen. Das heißt, wenn wir 10 herstellen, immerhin 19.420. Oh, das ist eine Überlegung wert. Das ist echt eine Überlegung wert. Ansonsten, wir könnten ja mal versuchen, wenn wir vielleicht hier... Nee, müssen wir trotzdem... Ja, geldlich ist es völlig egal. Sieht aber schicker aus. Oder machen wir es für 19.000? Ach komm, wir machen es für 19.000. Wir sind nicht so. Hier müssen wir gießen. Ups, was war das gerade? Hier müssen wir ein bisschen biegen. Dann müssen wir sehr viel sägen. Dafür haben wir ja hier unsere zwei Maschinen. Wir müssen auch kleben. Und wir müssen fertigen. Können wir hier und los. Gut, so langsam haben wir so ein bisschen den Dreh raus, was das Fertigen angeht von zwei Produkten. Hier ordentlich viel Holz, was wir jetzt hier. Und das ist immer noch hier. Ich denke mal, das ist irgendwie so ein Fehlerdings, den werden wir nicht wegkriegen erstmal. Müssen wir dann mal, oder muss ich dann mal offline schauen. Und ich hoffe auch, dass ihr dann wirklich jetzt eher am Bobbycar arbeitet, anstatt hier an der großen Schublade, obwohl das natürlich Geld bringt. Wichtig ist aber das Bobbycar, dass wir den Auftrag fertig kriegen. Gutes Geld. Und wollen wir das Geld jetzt investieren für die Montagestation, dass wir hier nochmal so eine zweite bauen? Ist natürlich ein bisschen weiter weg. Vom Schuss hier. Aber es würde sich doch glatt lohnen. So, die ersten Podcasts sind fertig. Ich glaube, wir machen das. 1, 2, 3, 4, 5. Wir werden nochmal 5 kaufen. Gucken, dass wir die hier vernünftig hinstellen können. Komm her hier.
Den Platz, den können wir ja hier schon nutzen, um was reinzustellen. Lager machen wir hier hin. Kosten uns 14.000. Uiuiui. Warum so viel? Ja, okay. Knapp 3.000 jedes. Ja, wir stellen trotzdem. So. Neue Aufgaben sind rein. So ein Hoverboard könnten wir herstellen. Hier haben wir nochmal Bobbycars. Wir machen erstmal das eine, dann das andere. So, wir brauchen erstmal Deko hier. So. Können wir hier hinstellen. Ja, ich stopp gerade ein bisschen, warum auch immer. Ein Weihnachtsbaum. Den stellen wir doch hier hin. Okay. Eigentlich eine Topfpflanze, aber... Ah, okay. Hier haben wir ja noch zwei Trophäen. Die müssen wir da auch noch irgendwo einsetzen. So, komm her hier. Nee, das geht nicht. Okay. Passt du hier rein? Oh ja, sehr schön. Du passt bestimmt doch hier rein. Gut. Stellen wir auch nochmal. So, die Bobbycars sind... Oh, da haben wir aber wirklich sehr viel Zeit verbraucht jetzt hier für die Bobbycars. Na los, komm, der letzte. Hallo? Der letzte Bobbycar, bitte. Leute. Leute? Wieso? Das ärgert mich jetzt maßlos. Ach, kommt schon. Warum? Jetzt mache ich, das mache ich gerade ein bisschen salty. Warum wird jetzt nicht hier am Bobbycar weitergearbeitet? Und der Auftrag geht flöten. Eieieiei. Oh, nee, warum? Wir waren so gut in der Zeit und jetzt schaffen wir es nicht mehr? Das Ding wackelt hier auch. Warum auch immer. Erst merkt, dass ich salty bin. Warum? Warum werden die kleinen Räder nicht hergestellt? Wow, Wahnsinn. Ja, danke. Ja, den Sarg. Den würden wir sogar jetzt schaffen. Aber das macht mich ja jetzt doch ein bisschen... Das ist ja jetzt doch ärgerlich. Warum die Räder jetzt nicht hergestellt wurden? Wo war jetzt genau das Problem? Ich meine... Punkte haben wir auch gekriegt? Okay. Wieso wird jetzt das Ding ja nicht hergestellt? Ist das ein Bug? Das könnte natürlich ein Bug sein. Weil irgendwie will das nicht hergestellt werden. Hier haben wir ja auch das Problem, dass dieses auch immer noch angezeigt wird. Ich weiß nicht. Muss ich nochmal in Ruhe schauen? Gut, ihr habt einen sortigen Mika erlebt jetzt. Eieiei, das war jetzt natürlich nicht meine Absicht, aber das hat mich dann jetzt doch ein bisschen gestört.
Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Ich gucke jetzt mal hier, dass wir es hier irgendwie wegkriegen, den Fehler. Das ist hier genauso. Hier ist irgendwie ein Erdbeben drunter. Keine Ahnung, warum das Ding so wackelt. Meine Mitarbeiter werden mir einiges dazu erklären haben. Gut, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, als lasst euch gut gehen. Macht das Beste aus eurer Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.